Mal sehen, was die Flüge von Kabul nach Berlin kosten. Die Erfolge der AfD sind so bedeutend, dass selbst Olaf Scholz sie nicht länger ignorieren kann. Ich will ein paar Worte sagen zu den Wahlen, die in Sachsen und Thüringen stattgefunden haben, weil ich finde, das gehört hierher und es muss auch klar gesagt werden. Die Wahlergebnisse für die AfD, die Wahlergebnisse für rechtspopulistische Parteien sind bedrückend und wir werden uns in Deutschland niemals daran gewöhnen. Demokratie, Herr Scholz. Das Volk hat entschieden und die AfD wächst, während ihre Ampel abgestraft wurde. Gewöhnen Sie sich daran. Unsere Zeit beginnt erst. Und Sie werden noch einige blaue Wunder erleben. Sie sind mit der Vergangenheit verheiratet. Und zwar einer Vergangenheit, die Sie stilisieren, die es gar nicht gegeben hat. Sie versuchen, unser Land um die Zukunft zu bringen. Und deshalb ist das die große Auseinandersetzung. Hier in Deutschland, in vielen Ländern in Europa, übrigens auch in den USA. Die Auseinandersetzung über die Frage, ob wir in unseren Ländern daran glauben, dass wir eine bessere Zukunft haben und Politik machen, um sie zu erreichen. Oder ob wir glauben, dass wir nur auf die Vergangenheit orientiert sein sollen und unser Land deshalb verfeinden und mit Ressentiments in den Untergang führen. Das werden wir verhindern. Nicht motzen, sondern handeln und anpacken. Das ist die Devise. Herr Scholz, Ihre Regierung führt das Land in den Abgrund. Und das sieht die Mehrheit der Deutschen genauso. Mit nur 16% Zufriedenheit hat ihre Regierung ihren Tiefpunkt erreicht. Statt Verantwortung zu übernehmen, wiederholen sie nur alte Phrasen gegen die AfD. Übrigens, auch das will ich sagen, haben wir gesagt, ich hier in diesem Deutschen Bundestag, wir werden auch wieder Abschiebungen durchführen nach Afghanistan und nach Syrien für Straftäter. Und wir haben es getan. Das war schwierig. Ununterbrochen wurden wir gefragt, wie geht das denn und klappt das doch? Das haben Sie doch nur gesagt. Wir haben das gemacht, was man tut, wenn man verantwortlich handelt, nämlich sorgfältig gearbeitet. Und tatsächlich, wir haben jetzt einen solchen Abschiebeflug nach Afghanistan organisiert. Und ich Ihnen sage Ihnen, wir werden weitere haben und das auch fortsetzen. Lächerlich, Herr Scholz. Nach über 3 Jahren und kurz vor den Landtagswahlen schiebt Ihre Regierung gerade einmal 28 Afghanen ab, trotz Hunderttausende ausreisepflichtiger Asylanten. Und selbst diese Abschiebung ist ein Skandal. Vergewaltiger und Kinderschändler bekommen 1.000 Euro auf die Hand, was in Afghanistan 2 Jahresgehältern entspricht. Schämen Sie sich nicht! Während Sie weiter mit hohen Phrasen gegen die AfD wettern, erkennen immer mehr Deutsche, dass Ihre Regierung keine Lösungen bietet. Die Zeit des politischen Aussitzens ist vorbei. Der Wind der Veränderung weht und Sie werden sich ihm stellen müssen, ob Sie wollen oder nicht. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Und je länger Sie die Realität ignorieren, desto stärker wird der Unmut im Land. Mal sehen, was die Flüge von Kabul nach Berlin kosten. So, 700 Euro. Es bleiben also 300 Euro von dem Handgeld übrig. Was machen die Afghanen damit, Herr Schmidt? Ja, was machen die Afghanen wohl damit?